jetzt mit dem Tor in der letzten Minute ist da ein Stein vom Herzen gefallen. Auf jeden Fall eine Erleichterung und wir sind froh, dass wir im Finale stehen. Ja, wir hatten jetzt diese Saison unser drittes Spiel gegen den Gegner. Im Hinspiel haben wir hier verloren. Das heißt, es war zu erwarten, dass es ein schweres Spiel wird für uns. Auch auf dem Untergrund hier ist unsere fußballerische, spielerische Qualität nicht so hervorgekommen. Das haben wir auch von vornherein gewusst und wir haben das Beste daraus gemacht. Ja, letztendlich frustriertes Ergebnis, weil ich sag mal, ihr habt nicht die schlechte Mannschaft verloren. Beziehungsweise wir haben die ganze Pokalrunde, wir haben Gruppenligisten herausgeschmissen. Jetzt haben wir heute gegen Tabellenführer gespielt. Wir haben vor zwei Wochen gegen Tabellenführer 8:1 verloren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben uns ein Rezept ausgedacht für das Spiel, was die Jungs sehr gut umgesetzt haben. Und dann kriegen wir dann in der Nachspielzeit, leider Gottes, das 1:2. Sehr unglücklich, tut mir auch leid für die Jungs. Sie haben wirklich 90 Minuten das umgesetzt, was wir besprochen haben. Und haben ja einen Tabellenführer vor ein Problem gestellt. Und das ist wichtig. Und ich hoffe, dass wir jetzt den Spirit und auch den Teamgeist mitnehmen für die Restrunde.